Peter, wir hören dich nicht. War das jetzt die ganze Zeit in Stille, oder wie? Okay, wir fangen jetzt halt ruhig an oder warten noch auf irgendjemanden. Wir haben dich jetzt die ganze Zeit nicht gehört. Ich habe für die schöne Anfangsentspannung angesagt. Also, gesehen habe ich jetzt gar nicht. Weder gehört noch gesehen. Also nein, gesehen schon, aber ganz gesehen auch nicht. Aber diese ich die ganze Zeit die Christa habe ich die ganze Zeit gesehen. Am Anfang also, hast du irgendwas falsch eingestellt, Gabi? Na, jetzt sehe ich dich. Vorher, wie du im Peter jetzt angesprochen hast, habe ich Peter gesehen. Ja, du siehst nur diejenigen, die gerade reden dann. So hast du es eingestellt. Und ja, der Peter war ganz auf Stumm, deswegen hast du ihn gar nicht gesehen. Okay. Ich habe am Anfang gehört, wir sitzen in Stille, oder? Das habt ihr dann gehört? Nein, nix. Gar nichts. Was die ganze Zeit anscheinend, aber das habe ich jetzt erst mitbekommen, gemutet. Ich meine, wir warten noch auf jemanden. Ach so, okay, gut. Ja. Also noch diese Anfangsentspannung in der Stille. Okay. Entspannen nochmal kurz durch den Körper lassen. Alles locker. Entspannen den Kopf, den Hals, den Nacken, die Schultern, den Oberkörper, das Becken, die Beine und die Füße. Dann verbinden wir uns mit dem Gefühl von Mut oder Willensstärke im Bauchraum. Solarplexus, auch bekannt unter dem Sonnengeflecht. Und wer möchte, verwendet die Affirmation: Ich bin mutig. Oder mein Wille ist stark. Dann kommen wir als nächstes langsam in Bewegung. Die in der Rückenlage liegen, können Sie noch dehnen und strecken. Und die sitzen können schon sanft den Nacken aufwärmen, Kopf nach rechts und nach links. Und dann treffen wir uns in wenigen Momenten oben für dreimal um. Das heißt, wir dehnen nach rechts hinüber.
Und nach links hinüber. Ich spüre von den Fingerspitzen über den Latissimus bis nach unten. Nur in der Taille. Wieder nach rechts hinüber lang machen. Und nach links hinüber. Und zurück zur Mitte. Gut, wir kommen für die Atemübungen langsam einmal nach oben. Nehmt da wieder die stehende Vorwärtsbeuge ein bisschen mit, dehnt die Rückseite der Beine. Und dann richten wir uns langsam bis ganz nach oben auf. Es geht weiter mit Agnisara. Das heißt, gern wir das Fenster aufmachen. Wir machen im Anschluss nur den Gorilla. Schaut, dass wieder hüftbreit steht. Die Zehen drücken fest nach unten und wir beginnen tiefe Bauchatmung. Wir atmen ein, der Bauch geht nach vorne. Und aus, nach vorne, und den Bauch einziehen und dann nach vorne drücken und nach hinten ziehen, nach vorne drücken und nach hinten ziehen, nach vorne drücken, nach hinten ziehen. Und sobald der Impuls kommt, richten wir uns nach oben auf. Zweite Runde. Einatmen, Bauch nach vorne. Und ganz ausatmen, leere Lungen. Bauch wieder ein bisschen einziehen. Und flattern lassen. Einatmen, Bauch nach vorne und wieder nach oben aufrichten. Letzte Runde und einatmen, Bauch nach vorne. Ganz ausatmen, wieder leere Lungen. Den Bauch leicht einziehen und dann flattern lassen. Bis uns der Einatmenimpuls wieder nach oben bringt. Dann einige Zwischenatmungen machen vor dem Gorilla. Wir schütteln uns ein bisschen aus. Jetzt sogar so ein bisschen auspendeln. Alles, was euch gut tut, vor dem Gorilla. Es geht los, wir atmen ein, der Bauch geht dabei nach vorne. Wir halten den Atem an und trommeln mit den Fäusten meinen ganzen Brustraum schön oben und unten. Und aus, Beine. Gebeugt halten, wir atmen vollständig aus und halten dann kurz die leeren Lungen. Bis uns der Einatmenimpuls dann langsam wieder nach oben bringt. Sobald er geschwindig ist, nur zu 3/4 einatmen und nicht vollständig. Wieder einatmen, Bauch nach vorne. Wir halten an und trommeln jetzt als nächstes einmal seitlich die Zwischenrippenmuskulatur schön ab. Von oben Brust bis nach unten. Ganz ausatmen
und wir halten wieder mit leeren Lungen kurz den Atem an. Atmen Bauch nach vorne und aufrichten. Letzte Runde. Einatmen Bauch nach vorne. Atmen halten und mit der flachen Hand von oben Mitte der Brust bis langsam über den Brustkorb nach unten den ganzen Bereich aktivieren. Leere Lungen ganz aus. Und sobald der Impuls kommt, richten wir uns nach oben auf und atmen aus. Und dann kommen wir zunächst einmal zum Aufwärmen der Handgelenke. Wir haben ja die eine oder andere Planke, das heißt, schön einmal die Handgelenke warm kreisen. Und aus dem Sonnengruß aktivieren wir halt auch den Bauch noch ein bisschen stärker über die Turbokatze. Wenn Sie das Gefühl haben, die Handgelenke sind schön aufgewärmt, kommt zum vorderen Teil der Matte und wir beginnen. Hände vor die Brust ins Namaste. Wir verbinden uns mit unserer inneren Kraft. Beine leicht gebeugt. Und ein nach oben, aus nach vorne, rechts nach hinten, in den Stütz und langsam aus, Kobra ganz leicht und nach hinten in den Hund. Rechts, ihr könnt, wenn ihr das Bein nach vorne bringt, das Bein als erstes ganz nach oben ausstrecken und dann nach vorne ziehen, wenn das leichter für euch ist. Und dann linkes Bein dazu. Einatmen, Arme seitlich und Hände vor die Brust. Nach oben strecken. Nach vorne verneigen, wir lassen los, linkes Bein nach hinten, in den Stütz und nach unten ausatmen, zur kleinen Kobra, in den Hund. Wer möchte, kann wieder das linke Bein hoch nach oben ziehen und dann nach vorne bringen und rechtes Bein dazu. Arme seitlich und Hände vor die Brust, nach oben ein, nach vorne aus, rechts und wir bleiben kurz im Stütz für 3, 2, 1 und aus, nach unten, Kopf heben und zum Hund. Er möchte rechtes Bein strecken, nach vorne ziehen und linkes Bein dazu. Nach oben ein, Hände vor die Brust und ein, aus, links, Stütz für 3, 2, Gesäß dort, wo es am intensivsten ist und langsam aus. Kleine Kobra und zum Hund. Linkes Bein hoch nach oben, Knie nach vorne und links und rechts. Nach oben ein, Hände vor die Brust. Ein nach oben.
nach vorne aus, wir steigen rechts nach hinten, halten wieder 3, 2, 1, auf die Matte, 1, zur Kobra und erschrecken. Wir kommen als nächstes kurz zum Vierfüßler für unsere Turbokatze. Sprunggelenke oder Zehen am Boden, schaut, wie es für euch besser passt. Und dann heben wir mal langsam die Knie und stellen uns vor, wir drücken die Knie zu den Unterarmen und die Unterarme zu den Knien. Viel Druck im Bauch für 3, 2, 1 und langsam absetzen. Rechtes Bein nach vorne und linkes Bein dazu. Nach oben ein. Namaste. Wenn wir die Kraft im Bauchraum spüren, ich bin stark nach vorne aus. Links in den Stütz für 3, 2, mein Wille ist stark. 1, langsam nach unten, Kopf heben und 4 Füßler. Mit den Knie ein bisschen heranwandern, Sprunggelenk oder auf die Zehen und wir atmen ein, die Knie heben. Unterarme fest in Richtung Knie in unserer Vorstellung drücken für 3, 2, 1 und langsam nach unten, links nach vorne, rechts dazu. Wir bringen das Gesäß langsam nach unten. Rücken, Entspannungslage. Der Nacken ist lang, das Kinn leicht zur Brust gezogen. Wir entspannen die Schultern und die Arme. Vollständig entspannen, es geht dann weiter in einigen Momenten. Zum Beinheben mit beiden Beinen. Bringen die Füße zusammen, legen die Fersen nur ab. Spüren gut in die Lendenwirbelsäule, das heißt drücken die Lendenwirbelsäule nach unten. Und dann heben wir mal die Beine 45 Grad. Wer es intensiver macht, kann auch den Kopf noch heben. Und langsam ausatmen und legen ab. Wieder einatmen, die Beine 45 Grad, Lendenwirbelsäule drückt nach unten. Und langsam aus und einatmen 45 Grad für 3, 2, 1, langsam ausatmen und ablegen. Gerne wieder die Hände aneinander reiben und dann die warmen Hände auf den Bauch legen.
Erste Umkehrstellung, wir bringen die Beine nach oben, finden in einen Schulterstand. Dass es den Kopf nicht viel bewegt, wenn es oben sitzt. Dass die Schultern gut Kontakt haben zum Boden, die Ellbogen nicht weit auseinander, sondern schön herangezogen. Für 3, 2, 1. Und wir rollen aus dem Schulterstand. Kommen in eine kurze Vorwärtsbeuge aus dem Langsitz. Wieder vorsichtig sein, dass wir nicht zu rund sind. Für 3, 2, 1. Es geht weiter in die schiefe Ebene, die Hände nach hinten, Fingerspitzen schauen von uns weg. Wir drücken die Fersen nach unten, heben das Becken nach oben. Für 3, Brustkorb oben aus, 2, 1. Und langsam lösen. Könnt ihr entweder gleich in die Bauchentspannungslage euch nach vorne entspannen oder dazwischen. 5, 3, 4, 5 Atemzüge in der Planke, je nachdem, ob ihr noch stärker aktivieren möchtet. Blick nach unten, die Fersen streben nach hinten, Schultern über den Handgelenken. Genau, uns da wieder fest, den Bauch fest vorstellen, fest angespannt und dann langsam ausatmen. Bringen die Hände zum Gesäß. Drücken dann die Arme nach oben und heben den Kopf in eine kleine Kobra. Für 3. Und dann schauen wir noch über die rechte Schulter nach hinten und drehen uns ein bisschen auf. Vorsichtig sein. Zurück zur Mitte und über die linke Schulter nach hinten schauen. Wir atmen aus. Entspannen lassen die Schultern locker. Und kurz entspannen, bevor wir dann im Fersensitz schließen. Also wir richten uns langsam auf, kommen nur in eine sanfte Rotation der Wirbelsäule. Ihr könnt das Ganze einfach hin und her ganz in Bewegung machen. Wichtig jetzt ist, es geht um die unterste Wirbelsäule. Ihr könnt es ein bisschen wie im Drehsitz machen und euch nur seitlich 2, 3 Atemzüge halten oder die ganze Zeit in Bewegung sein, nur die Seite wechseln. Und dann gehen wir in die Blitzentspannung. Wir strecken die Beine aus. Legen ab, Handflächen nach oben, die Arme seitlich, die Schultern entspannt, der Nacken lang, das Kinn zur Brust. Und spürt jetzt nochmal die Planke ein bisschen im Brustraum, in den Armen, in den Handgelenken. Und die Katze im Bauch. Ich entspanne meine Füße, meine Beine und mein Gesäß.
Ich entspanne meinen gesamten Oberkörper, meine Arme, Hände und Finger. Ich entspanne Hals, Nacken, Kopf und Kiefer. Ich entspanne mein Gesicht bis hinauf zum Scheitel. Und hinunter zu den Ohren. Kurz in Stille. Und dann kommen wir langsam nach oben für dreimal um zum Schluss. Satguru Sivananda Maharaj Ki Jai. Dankeschön. Cool war's. Schönen Tag. Nach einer längeren Stille am Anfang. Schönen Tag. Ja, danke. Tschüss. Bis dann. Peter, ich habe gerade noch eine andere Frage an dich. Ja, bitte sehr. Was ich bemerkt habe, wenn es um die Atmung geht, jetzt am Morgen früh, dann habe ich fast so das bisschen das Gefühl, dass ich meinen Bauch gar nicht so rausdrücken kann und so tief atmen. Kann das sein, weil ich allgemein einfach so ein bisschen verklemmt bin mit der Atmung und eher halt, weil ich lange sehr flach immer geatmet habe, dass das eine Entwicklung ist, dass das dann sich mehr löst und öffnet? Wahrscheinlich, ja. In der Früh kann es auch sein, je nachdem ein bisschen, was wir am Abend noch gemacht haben, wie lange wir aktiv waren. Je länger wir schlafen, desto schwieriger ist es, Zugriff auf die Atmung gut zu haben. Es gibt, wie gesagt, mehrere Faktoren, die das ein bisschen beeinflussen, aber auf jeden Fall natürlich, mal überhaupt das Gefühl zu entwickeln, was ist tiefe Bauchatmung, ist auf jeden Fall auch okay. Ein Thema. Gut. Ja? Ja, nee, das ist doch gut, weil ich habe es jetzt vorhin mega bemerkt, dass ich wirklich gefühlt gar nicht tief einatmen konnte und dachte so, okay, im Retreat, aber wir haben so Atemübungen oft dann eher auch am Abend gemacht. Das ist einfacher. Okay, und da ging es wirklich leichter und jetzt hatte ich Mühe ein bisschen, aber eben, ich habe es einfach so gemacht, wie es halt ging. Ja. Aber dann werde ich da mal Acht geben und sowieso jetzt auch alltags halt wirklich drauf schauen, dass ich nicht immer diese oberflächliche Atmung habe, sondern tiefer halt vielleicht bewusst auch mal den Tag durch einfach so eine tiefere Bauchatmung mache, damit das einfach ein bisschen kommt. Ja. Genau, das ist auf jeden Fall gut, einmal hineinspüren. Was da hilft, genau, dass du so viel wie möglich die auch dann bewusst entspannen kannst.
Okay, super, gut. Das mit der App hat funktioniert dann, oder? Ich werde es heute noch machen. Gestern hatte ich schon ein bisschen so Programmpunkte, aber das werde ich heute, also jetzt in einer Stunde so mal in Angriff nehmen und da anrufen oder einfach da über diesen Link gehen, den du mir geschickt hast, ja. Okay, wenn es irgendwelche Probleme gibt, dann möchte ich einfach unter das schauen. Das ist gut, super. Vielen Dank. Hab einen schönen Tag. Sehr gerne, du auch. Tschüss. Ciao, ciao.